Hier kannst du dir anschauen, welche Genres du hier am meisten verkauft hast. Unerlässlich, um deine Auswahl entsprechend anzupassen. Das ist die Summe aller Bücher, die du hier verkauft hast. Eines Tages knackst du bestimmt auch Tildes Rekorde. Hier machst du dir Notizen zu Tipps und Events. Schau ab und zu mal rein. Sieht aus, als wäre auf dieser Seite Platz für Briefmarken, die besondere Momente in Buxtonbury festhalten. Während du dich einlebst, wirst du sicherlich mehr und mehr dieser Briefmarken sammeln. Du kannst dir die Briefmarken auch genauer ansehen. Bewege deinen Mauszeiger über eine Briefmarke, um die Details anzuschauen. Das ist eine komische Briefmarke. Klick auf die Pfeile am Seitenrand, um umzublättern. Hier weiter geht's noch nicht. Süß. Hier gibt's 5 Quests. Hier gibt's 6 Quests. Okay, verstanden. Also, es sieht jetzt erstmal nicht so erfolgreich aus heute. Aber ich mag's, wie die da drin joggen. In diesem kleinen Anhänger. Hey, was machst du denn hier? Hä? Fern, du warst gestern auch da. Unsere Wetterkorrespondenz bei der Zeitung meint, dass heute der heißeste Tag des Jahres wird. Also bin ich davon ausgegangen, dass du schon am Strand bist, so wie alle anderen. Oh. Oh nein, tut mir leid, ich habe schon total vergessen, dass du neu hier bist. Du scheinst schon so einfach dazuzugehören. Tut mir so leid. Sorry. Hier, ich zeige dir, wie du zum Badestrand kommst, falls du demnächst vorbeischauen willst. Ich glaube, Fern ist ein bisschen verknallt in uns. Far Beach, Badestrand, ein beliebtes Sommerausflugsziel für Familien. Besuche den Strand 3-mal. Ich bin überhaupt kein Strandmensch, aber bestimmt können die Leute dort deinen Lesestoff gut gebrauchen. Oh. Gibt's 8 Quests. Warum ist der Badestrand jetzt hier davor? Weil das Freizeit ist. Und das, was hier blau hinterlegt ist, ist Arbeit. Aber hier kann ich doch auch verkaufen. Okay. Warum ist hier jetzt eigentlich eine... Achso, ich habe das Café und den Strand als Aufgabe. Hier bin ich ja schon. Okay, nee, das passt. Es gibt keinen Klassiker. Du hast alle letzten Klassiker weggekauft. Schade, ich kann nicht ranzoomen. Und auch nicht rauszoomen. Okay, wir haben wieder Geld verdient. Manche Anzeigen wurden wohl seit gestern etwas reduziert. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Aber du könntest auch noch etwas abwarten und riskieren, dass dir jemand anderes zuvorkommt. Anzeigen in der saisonalen Ecke verkaufen sich viel langsamer, also musst du dich nicht ganz so beeilen. Aber versuch sie dir zu schnappen, bevor die Jahreszeit endet. Ja, wie viele Tage hat denn eine Jahreszeit? Buxtonburys Liebe zu Büchern. Neues Buchlädchen löst stürmische Debatte aus. Nur wenige Tage nach deren Erscheinen hält das mobile Geschäftsmodell die Literaturszene von Buxtonbury in Atem. Laut Tilde Sankelund, unserer ehemaligen Buchhändlerin, liegt deren Geheimnis in der Auswahl. Je mehr Bücher von vornherein... Oh Gott, ich kann heute nicht mehr lesen. Je mehr Bücher von vornherein dem Geschmack der Kundschaft entsprechen, desto größer die Chance, dass sie finden, wonach sie gesucht haben. Denjenigen von ihnen, die noch nicht wissen, wonach sie suchen, rät der Kurier im Buchlädchen um Beratung zu... Fragen? Eilmeldung. Mariam beim Pausemachen gesichtet. Niemand erinnert sich, wann und ob sie das letzte Mal... Niemand erinnert sich, wann und ob dies das letzte Mal geschah. Okay, wir haben ja was für null. Okay.
Kühlbox, super für den Strand. Wenn wir an den Strand gehen, wäre das ja eigentlich eine Maßnahme, oder? Gehen wir an den Strand oder gehen wir ins Café? Kann ich das überhaupt aussuchen? Ich meine, das ist schließlich eine Demo. Noch mehr Reisebücherverkaufschance. Du kannst dich auf der Karte ganz einfach umschauen, indem du klickst, hältst und deine Maus bewegst. Es kostet uns 11 am Tag. Aber ich glaube, ich will an den Strand. Kann ich hier noch mal gucken? Hat er am Strand aufgedrehte Kinder? Also muss ich... Weil wann komme ich noch mal ins Lager, wenn ich ausgesucht habe, wo ich hin will, oder? Ja, okay. Nehmen alle Reisebücher mit, die wir haben, weil das ist gebufft durch die Boje und den Kaktus. Ja, und die Eltern lesen Romane oder Krimis am Strand. Ich weiß aber nicht, ob Kinder lesen. Wenn die am Strand aufgedreht sind, lesen Kinder doch eigentlich nicht, oder? Vielleicht nehme ich auch noch zwei Kinderbücher raus. Wohl. Was soll's. Okay. Wir verkaufen heute am Strand. Ja, es sieht nicht so schön aus, wie ich dachte. Also, obwohl... Schon auch süß, aber... Bisschen trist. Aber hier kommt schon der erste Kunde und das sieht aus wie ein Kind. Auf jeden Fall motiviert. Sie spricht mit uns. Papa. Entschuldigung. Kann ich ein Buch haben, bitte? Hör genau hin, wonach Leute fragen und versuch dir vorzustellen, welches Buch ihnen gefallen könnte. Ich muss mal schnell was nachlesen. Ich lese nur total unbekannte Sachen und echte Menschen, echte Geschichten. Eine Biografie muss es schon sein, aber ich lese nur, was das echte Leben schreibt. Oft lassen sie einiges ungesagt, also versuche dich ein bisschen in sie hineinzuversetzen. Schauen wir uns doch einmal nach einem passenden Buch um. Klick auf ein Buch, um es dir genauer anzuschauen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, welche Farbe, welches Genre ist. Das kann man übrigens einstellen in den Einstellungen. Ich könnte jetzt auch sagen, ich möchte nicht, dass die Krimis rot sind, ich möchte, dass die Krimis grün sind. Dann könnte ich das auch ändern und anpassen. Mittelalterliche Zimmerei. Tipps und Tricks zur Holzbearbeitung aus der Zeit der Ritter und Schlösser. Entdecke alte Techniken und erwecke mittelalterliche Handwerkskunst wieder zum Leben. Hier kannst du dir das Buch genauer anschauen. Achte auf die Beschreibung. Denkst du, das Buch könnte passen? Wenn du ein Buch gefunden hast, das passen könnte, probiere es aus und empfehle es ihnen. Nee, das soll ja eine Biografie sein. Ein
visuell atemberaubendes und mutiges Graphic Novel Memoir, das ein junges iranisches Mädchen durch die 70er und 80er Jahre begleitet. Dieser fesselnden Geschichte geht es um Revolution, Religion, Familie, Geschichte und das tägliche Leben im Angesicht stürmischer Zeiten. Das ist Fantasy. Das ist ein Roman. Glück für Alaska? Nochmal Heidi. Momo. Was ist das für ein Buchtitel? Ja, warte mal. Was war denn hier... Hier war doch irgendwas. Ja. Graphic Novel ist was wie Biografie. Hm? Scheint, es hätte Ihnen etwas anderes besser gefallen. Trotzdem werden Sie das Buch kaufen und sich weiter umschauen. Geht doch. Persepolis klingt ganz interessant. Ich schaue es mir mal an. Übrigens, danke, dass ich hier lesen darf. Ich heiße Harper. Ich komme bald wieder, ja? Kinder haben bestimmt Spaß daran, etwas über Persepolis zu lesen. Bin ich mir sehr sicher. So sportlich, die ganzen Leute in diesem Ort. Was ist mit denen? Agatha Christie ist so cool. Manchmal werden dich Leute um Hilfe bitten, wenn sie allein kein Buch finden. Klick auf die Sprechblase, um ihnen zu helfen. Sie werden nicht ewig warten. Eina, gib mir was mit großen Gefühlen. Ein Kuss sollte schon drin sein und ich versuche mehr von Autorinnen zu lesen. Romeo und Julia? Es ist von Shakespeare. Krimi, da kannst du auch einen Kuss geben. Aber hier, das ist Virginia Woolf. Voller leidenschaftlicher Affären. Na dann. Super, du hast gerade jemanden zu einem neuen Lieblingsbuch verholfen. Warte mal. Das ist für sie jetzt ein neues Lieblingsbuch, aber sie mag die dramatischen Szenen. Dann kennt sie das ja schon. Sie werden das hier kaufen und sich weiter umschauen. Hier habe ich gut gemacht, oder? Ich habe mein richtiges Buch empfohlen. Kann ich hier auch draufklicken? Nee. Nur da, wo Fragezeichen, Ausrufezeichen ist. Ich gibt's bald mehr Kinderbücher. Es gibt 8. Wir haben bald kein Fantasy-Buch mehr. Ich kann mich nicht entscheiden. Wenn ich was lese, dann nur mit Tieren. Und solange es Sprechblasen gibt, bin ich glücklich. Hast du sowas ähnliches wie Nimona? Schnell, ich glaube, meine Oma möchte weiter. Was mit Tieren? Ich kenne die ganzen Bücher überhaupt nicht. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber... Was ist Nimona? Oh. Was Ähnliches. Ja, was Ähnliches. Da machen wir Räuberholz und Plotz. Kann ja nicht schaden. Okay. Im Räuberholz und Plotz gibt es auch Tiere. Irgendwo.
schon alles leer. Naja, du darfst halt nicht jetzt Fantasy wollen. Ich habe super viele Reisebücher eingepackt. Okay, aber jetzt wissen wir, hier am Strand werden Reisebücher nicht so sehr gemocht. Dafür an der Küstenpromenade. Okay, habe ich jetzt gelernt. Okay, der Tag ist rum. Jetzt können wir gleich zumachen. Gut. Wissen wir fürs nächste Mal. Eine Sternschnuppe. Danke fürs Spielen. Oh. Hoffentlich hat dir dein Ausflug nach Booksbury gefallen. Du kannst uns unterstützen, indem du Tiny Bookshop deiner Wunschliste hinzufügst und unserem Discord beitrittst. Wir sehen uns dort. Ja, das war schön. Oder? Was sagt ihr? Das war eine schöne Demo. Könnt mir vorstellen, das auch zu spielen. Ich weiß gar nicht, wann es erscheint. Wartet, ich... Oh. Wartet, ich schau schnell. Vielleicht bevorstehende Ankündigung. Okay. Ich kann euch noch nicht sagen, wann das Spiel erscheint. Kann ich noch weiterspielen? Heute regnet's. Rekordbesucherzahlen erwartet, dank perfekter Wetterbedingungen. Auf unserem traditionsreichen Trödelmarkt in Thyme können Besuchende heute wieder nach Herzenslust stöbern, feilschen und kaufen. An den Ständen wird eine Vielzahl von Vintage-Kleidung, Kunstwerken, Pflanzen, Haushaltswaren, Schallplatten und mehr angeboten. Außerdem hoffen Organisatorinnen auf einen Auftritt des neuen Bücherwagens der Stadt, um kleine und große Leser für den heutigen Markt zu gewinnen. Heute ist bestes Wetter für einen Flohmarkt? Okay, wir haben wieder neue Fantasy-Bücher. Wir haben jetzt 10 auf Lager. Aber den Trödelmarkt, haben wir den überhaupt schon... Können wir da überhaupt schon hin? Ich probiere einfach jetzt weiter zu spielen. Nee, geht nicht. Ach, schade, hier müssten wir hin. Hier ist der Flohmarkt. Sieht aus wie von Stranger Things, das Labor, so mit den ganzen Fenstern. Süß. Doch, wie fandet ihr das, die Demo? Jetzt vom Zuschauen. Ich glaube, das ist fürs Zuschauen relativ ruhig, aber es halt dann auch dementsprechend entspannt. Und ich glaube, man kann gut nebenbei quatschen. Und findet vielleicht selber sogar noch ein paar Buchempfehlungen. Ich glaube, ich habe sehr wenig gelesen bisher in meinem Leben. Ich kenne nicht mal Momo. Ich gebe es zu. Ich habe das nie gelesen. Und die unendliche Geschichte habe ich auch nur von Diddle gelesen. Ja, es gibt von Diddle die unendliche Geschichte. Die habe ich gelesen, aber nicht das Original. Ist aber auch schon sehr, sehr lange her. Lasst mich gerne mal wissen, wie ihr die Demo fandet. Ich fand es sehr, sehr süß und könnte mir vorstellen, das vielleicht sogar zu kaufen, wenn es irgendwann erscheint. Je nachdem, wie teuer es ist. Aber es ist was Süßes, Entspanntes, mal so für abends nach dem Feierabend, so wie jetzt gerade, wo ich die Demo aufnehme. Doch. Süß. Gefällt mir. Ja, aber in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, kann ich nur sagen. Und wir sehen uns sehr gerne bei einem der nächsten Videos wieder. Ja, bis dahin, ne? Ich winke euch und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bye-bye.